Hallo zusammen, der Felix vom YouTube-Channel Tomatolix möchte ein Selbstexperiment starten und zwar will er in das Weltall. Genauer gesagt, möchte er zum Mond. Er hat dazu gerade ein Video veröffentlicht und da gucken wir jetzt vielleicht einfach mal kurz rein. Ja, ernsthaft, ich möchte ins Weltall fliegen. Das wird mein größtes und wahrscheinlich unrealistischstes Selbstexperiment jemals. Wobei das vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, wie es zuerst scheint. Aber fangen wir mal von vorne an. Vor ein paar Wochen habe ich das hier gelesen. Mitreisende zum Mond gesucht. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa sucht für seine private Mondreise 8 Personen. Sie sollen ihn auf seiner Reise mit einer Rakete von SpaceX begleiten, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Ein japanischer Milliardär, der mit einem Online-Versandhandel für Klamotten reich geworden ist und mal in einer Punkband gespielt hat, hat Bock, ins Weltall zu fliegen und hat sich deswegen mit Elon Musk zusammengetan und finanziert jetzt den Bau einer Rakete. Aber Yusaku Maezawa möchte nicht alleine reisen, sondern hat sich gedacht, yo, ich nehme noch 8 Leute mit und verschenkt deswegen 8 Tickets, für die sich im Prinzip jede und jeder bewerben kann. Da So, also ich finde es ja schon mal richtig cool. Auch schon, also die ganze Aktion, dass da ein japanischer Milliardär zum Mond fliegt und dann sagt so, ey, Rakete hat noch so viel Platz, ich nehme da einfach noch ein paar Leute mit. Und die müssen sich jetzt einfach mit Videos bei mir bewerben. Ja, und Felix hat das wohl auch schon getan, ist eine Runde weiter. Und ja, jetzt geht es noch darum, dass er ein Vorstellungsvideo auf Englisch einreicht. Aber da hat er hier das richtig dazu gesagt. Das Video ist jetzt online, das heißt, ihr könnt hier klicken und euch das Ganze anschauen. Macht das gerne, es sind nur 40 Sekunden. Kommentiert, liked. Ich habe keine Ahnung, ob die nach Reichweiten schauen, aber es kann ja nicht schaden. Und auch an alle Reaction-YouTuber und Streamer, die das gerade sehen, macht das gerne auch. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja zusammen, mich für YouTube Deutschland ins Weltall zu schicken. So, und genau das will ich jetzt eigentlich gerade machen. Ich will mir dieses Bewerbungsvideo von Felix anschauen. Ja, das wird sicherlich witzig, wa? Den Link hat er. Bewerbungsvideo hier. Hi, my name is Felix and I'm from Germany. Honestly, I'm not the best at anything. The moon. But I'm incredibly curious. I like to try new things and to push my limits. Always willing to try the impossible. Oh ja, der hat echt schon eine ganze Menge ausprobiert. Das ist eigentlich cool. Und dass er gar nichts kann, würde ich so gar nicht sagen. Seinen Videos zeigt er doch schon immer wieder, dass er ganz schön was auf dem Kasten hat. Share my experiences on my YouTube channel to inspire others to do the same. The Dear Moon Project inspired me to start my biggest and most challenging self-experiment yet. I want to travel into space. In the next few weeks you can join me and see how anyone can... Das ist schon cool gemacht. Also man merkt man... Er hat einiges an Erfahrung, was das Erstellen von Videocontent angeht. Also, gefällt mir. Prepare to go on a journey of a lifetime. Oh, I've already found out that's not that easy to rent a spaceship. So if you still have an open seat, I would love to join you and a creative crew from all over the world. Message me. Also, geile Sache. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum er diesen Traum hat, einmal zum Mond. Haben das nicht alle kleine Jungs und sind nicht alle Männer immer noch im Herzen kleine Jungs? Ja, Felix, ich drück dir die Daumen, ich wünsche dir das Beste. Ich gebe dem Video jetzt noch gleich einen Daumen und schreibe einen Kommentar. Alles, das hilft. Und wenn ihr es mir gleich tun wollt und Felix ebenfalls unterstützen wollt, ich packe euch die Links zu beiden Videos in die Videobeschreibung. Heute bettle ich mal zur Abwechslung nicht für mich, für einen Kommentar und für einen Like, sondern tut doch Felix den Gefallen. Vielleicht kriegen wir den Jungen ja ins Weltall. Das wäre cool. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.